Oliver Matuschek, Drei Leben, eine Biografie, Stefan Zweig aus meinem Rezensionsbuch. Frauenfreunde reisen. Autographensammlungen, Kriege in Stefan Zweigs Leben. Drei Leben, so hätte ursprünglich die Autobiografie Die Welt von gestern von Stefan Zweig heißen sollen. Sie wurde dann umbenannt, weil Zweig sehr wenig an wirklich autobiografisches Material in seiner selbst verfassten Autobiografie hineinlegte und sich mehr auf politisch-gesellschaftliche Ereignisse seiner Zeit konzentrierte. Ein Drittel dieses Buches bezieht sich auf die Welt von gestern und es werden immer wieder daraus Zitate angeführt. Interessant ist auch der Stil, in dem das Buch verfasst wurde, weil er dem Stil von Stefan Zweig sehr ähnelt. Sein Leben wird von Oliver Matuschek von einer höheren intellektuellen Perspektive erzählt. Alltägliche Begebenheiten und Gewohnheiten werden gänzlich ausgelassen. Man erfährt nicht, welche die Lieblingsspeisen von Zweig waren oder ob er jemals krank war. Nur einmal ist die Rede davon, dass er öfter zum Zahnarzt gehen musste und dass er Unmengen an Kaffee trank und an Zigaretten rauchte. Die Biografie beschränkt sich auf das Erzählen seiner vielen Reisen, vielen verfassten Bücher, vielen Freunden, vielen Beziehungen zu Frauen. Zweig war ein Casanova und betrog seine erste Frau nach Strich und Faden. Er war für die Ehe nicht geschaffen, das kommt in dieser Biografie sehr deutlich heraus. Interessant ist auch die Beziehung zu seinen Eltern und zu seinem um 2 Jahren älteren Bruder Alfred. Unter den vielen Freunden und Bekannten, mit denen Stefan Zweig in Kontakt stand, seien hier nur ein paar erwähnt. Seine 2 Lehrmeister waren Emile Verhaeren und Romain Rolland. Er stand in Kontakt mit Hugo von Hofmannsthal, der Zweig aber nicht so mochte, mit Thomas und Klaus Mann, Franz Werfel, Arthur Schnitzler, Sigmund Freud, Erwin Rieger, Rainer Maria Rilke, Richard Strauss und viele mehr. Zu Romain Rolland möchte ich noch hinzufügen, dass beide, Rolland und Zweig, in ihre Biografien einen sehr ähnlichen Stil benutzen, der die Charaktere nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich zu beschreiben versucht. Ich habe die Biografie von Beethoven von Rolland gelesen und die Ähnlichkeit im Erzählstil war verblüffend. Also muss man davon ausgehen, dass Zweig bewusst diesen Stil für das Verfassen seiner Bücher übernommen hat. Als nicht praktizierender Jude, der sich dann katholisch taufen ließ, hatte Zweig absolut keine religiöse Glaubenseinstellung und befasste sich in seinem Leben und in seinen Werken auch nie mit Glaubensfragen. Selbst in der Gegenüberstellung von Erasmus von Rotterdam und Martin Luther geht er ausschließlich auf weltliche Merkmale dieser 2 Charaktere ein, beziehungsweise auf negative Glaubenseinflüsse. Vielleicht ist ihm der fehlende Glaube an etwas Höherem, etwas, das er nicht beeinflussen kann und doch in dieser Welt positiv eingreift, zum Verhängnis geworden. Mir ist beim Lesen dieser Biografie so ergangen, wie Zweig selbst einmal geschrieben hat. Ich liebte die Dichter aus den Büchern. Sie waren dort schön, durch die Ferne und den Tod. Ich kannte einige Dichter aus unserer Zeit. Sie waren enttäuschend durch ihre Nähe und die oft abstoßende Art ihrer Existenz. Ich habe beinahe alle Bücher von Stefan Zweig gelesen, meist Biografien, weil seine Bücher mir das Gefühl der Erhabenheit und Größe vermitteln. Nicht nur durch seine schöne Sprache, die zwar voll von Eigenschaftswörtern ist und deshalb auch mehrmals kritisiert wurde, sondern vor allem durch die ganz eigene Stimmung, die Zweig im Leser provoziert. Zweig ist für mich ein gefühlvoller Intellektueller und genau diese Mischung erhebt ihn zu einem großen Autor. Ich verstand nicht, wie sich ein solch gebildeter, feiner, neugieriger, beliebter
und angesehener Mensch umbringen konnte. Wenn man die Welt von gestern liest, hat man einen Mann vor Augen, der absolut unternehmungslustig und kreativ ist, der viele Freunde und Bekannte in den höchsten Rängen hat, ein perfektes Leben ohne finanzielle Sorgen, ohne großen Unfällen und so weiter. Wie konnte solch ein begnadeter Mensch bloß freiwillig aus dem Leben scheiden? Wie konnte ihn sein Ideal eines friedlichen Europa in den Tod stürzen? Die Antwort findet man in dieser Biografie von Oliver Matuschek.